Elementargeometrisch, muss mal gucken, ob ich es noch richtig geschrieben habe, in der Vektorgeometrie, das wird euch häufiger bei Lösungsvorschlägen ins Auge springen, heißt nichts anderes, als dass ihr das Rechnen mit Vektoren umgehen könnt und so Klassiker aus der 8., 9., welche Klasse auch immer, ziehen könnt. Trägt mal ein Beispiel dazu, dann ist es, denke ich, anschaulich. Ihr habt so eine wunderbar liegende Pyramide im Koordinatensystem. Entweder x, y, z, ich erwähne es ja immer, oder x1, x2, x3. Dann ist irgendwie hier so die Grundfläche der Pyramide, jeweils mit der Länge 20, also schön quadratisch. Genau über dem Mittelpunkt hier ist dann hier oben irgendwo eine Spitze. Und die Spitze, sagen wir mal, die ist dann 10, ne? Genau die Hälfte von 20. Nochmal 10, wieder genau die Hälfte von 20. Und sagen wir mal, die Höhe ist 15. Kann man hier so ein bisschen halbwegs vernünftig das Ganze hinzeichnen. So. Und dann geht es zum Beispiel darum, wenn ihr jetzt eine Seitfläche bestimmen sollt, weil ihr zum Beispiel, was weiß ich, die komplette Oberfläche bestimmen sollt, dann könnt ihr das natürlich über die Vektorgeometrie machen. Ihr könnt sagen, okay, ich brauche hier diese Länge. Und diese Länge ist ja nichts anderes als zum Beispiel Abstand von Punkt zu einer Geraden. Oder ihr bestimmt den Mittelpunkt von dieser Strecke und habt dann Punkt und Punkt und macht dann den Abstand von Punkt zu Punkt. Alles mit Hilfe der Vektorgeometrie findet ihr auch alles unter der Rubrik analytische Geometrie und dann entsprechend Grundlagen, Vektoren, Rechnen mit Vektoren in der Playlist. Man kann aber eben auch elementargeometrisch rangehen nach dem ganzen Blabla. Man kann nämlich sagen, okay, was wissen wir? Diese komplette Länge ist 20, dann ist diese Länge hier logischerweise 10. Die Höhe ist 15. Hier ist ein rechter Winkel. Also muss die Länge in dem Dreieck nach dem Satz des Pythagoras 15 Quadrat plus 10 Quadrat gleich meine gesuchte Länge, da steht dann wahrscheinlich Höhe der Seitenfläche zum Quadrat sein. Und da muss ich nur noch die Wurzel ziehen. Das gleiche geht auch mit zum Beispiel dem Neigungswinkel von dieser Fläche hier, von dieser Seitfläche gegenüber vom Boden. Da kann man natürlich vom Boden den n-Vektor auspacken von der x1, x2-Ebene und von dieser Ebene auch den n-Vektor bestimmen, weil es ja nichts anderes ist als der Winkel zwischen zwei Ebenen. Man kann aber auch einfach sagen, es ist dieser Winkel hier und dieser Winkel, da kann ich wieder elementargeometrisch rangehen und kann sagen, nun gut, ich habe hier von diesem Winkel aus gesehen die Gegenkathete und die Ankathete. Und gegen Ankathete, vielleicht kommt man gerade auf die Formel, ist Tangens Alpha, der Winkel, den ich dann suche. Länge der Gegenkathete ist 15 durch Länge der Ankathete ist 10. Ja, so viel mal zu Beispielen elementargeometrisch. Ob ihr es dürft, eigentlich schon, klärt es natürlich besser immer vorher ab. Nicht, dass es dann heißt, Moment, ich wollte aber alles mit Vektoren gerechnet haben. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, wie gesagt, immer durchschicken, damit ihr da locker durchkommt.